herzlich willkommen da draußen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Format vom Makler für den Makler. Mein Name ist Leon Bosbach von Bosbach Consulting und ich würde sagen, das große und breite Vorstellen spare ich mir an der Stelle und wir kommen direkt auf den Interviewgast, den sehr spannenden Interviewgast Dirk Küppers von der Top Konzeption zu sprechen. Hi Dirk, erstmal schön, dass du dabei bist heute. Gerne. Sehr cool. Ich würde vorschlagen, damit die Leute auch da draußen wissen, wer du bist, stell dich einfach mal ganz kurz vor, ganz entspannt. Wer bist du? In welchem Gebiet bist du aktiv? Und genau, dass die Leute einfach mal wissen, wer hier vor mir sitzt heute. Ja, mache ich doch gerne. Also ich bin Dirk Küppers von der Firma Top Konzeption. Wir sind Immobilienmakler, Schwerpunkte Monheim, Hilden Langenfeld und Bonn. Mhm. Und ich mache das schon seit 1000 Jahren, genau seit 1979, also schon ein paar Jahre länger als manche andere. Und mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Ja, davon sollte man ja ausgehen, oder? Ansonsten macht das sowieso keinen Sinn. Sehr cool. Also wie muss ich mir deine Firma genau vorstellen? Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie ist das aufgebaut? Gerade auch, weil du ja nicht nur an einem spezifischen Standort aktiv bist, sondern auch ein bisschen verteilt. Wie ist da die Aufteilung, Mitarbeiter etc.? Ja, ganz früh hat man es ja fast alleine gemacht. Und inzwischen ist es ja so, dass sich die Arbeitsabläufe so weit verändert haben, dass du sagen kannst, okay, wir verändern das mal, wir teilen bestimmte Arbeitsbereiche auf und dann wird es immer dezidierter und jeder hat seinen eigenen Job und muss dann sehen, dass er mit klarkommt. Wir sind insgesamt 12 Personen und können darüber sehr gut steuern und sehr sauber die einzelnen Schritte abdecken und das eben sehr professionell. Das ist das, was uns ausmacht. Sehr schön, okay. Was hat dich damals, bevor du angefangen hast, wirklich auch dich für diese Branche zu entscheiden? Was war damals der Auslöser, dass du gesagt hast, das ist meine Passion, das ist meine Berufung und diesen Weg möchte ich mit meiner ganzen Leidenschaft und Energie gehen? Es gibt ja viele, die sagen, ich werde Feuerwehrmann. Und am Ende werden sie es doch trotzdem nicht. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin schon mit 5, 6 Jahren mit meinem Vater mitgefahren, der war Makler. Und ich fand immer so spannend, dass du, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, hängst du am Schreibtisch. Kannst ja machen, was du willst. Und dafür bin ich viel zu agil, als dass ich das wollte. Und da kannst du eben drin und draußen arbeiten, bist unterwegs, machen, tun. Das ist das Spannende an diesem Job. Darum habe ich dann eine Ausbildung gemacht, habe dann bei der Bank gearbeitet, dann Betriebswirtschaft für Wohnungswirtschaft und Realkredit gemacht, weil ich ja wusste, ich will mich selbstständig machen. Und im letzten Semester bin ich eigentlich noch zu den Arbeiten hingefahren und ansonsten habe ich schon voll gearbeitet. Okay, das heißt, ich hatte das Ganze direkt gekickt und du hast gesagt, da will ich ins Volle und Ganze gehen. So. Sehr gut. Jetzt ist es aber natürlich so, dass auch mit der Zeit, wo man dann natürlich auch Erfahrungen sammelt, auch immer wieder vor Herausforderungen im Alltag trifft, gerade beim Aufbau eines jungen Unternehmens. Was waren damals, wenn du jetzt mal zurückdenken würdest, wirklich an den Anfang, was waren die Herausforderungen, die dir am Anfang in den Weg gestellt wurden, entweder externe oder auch vielleicht von deinem Mindset her, also eigene Hürden, die du dir aufgebaut hast? Das fing ja schon damit an, dass ich sagte, Mensch, bist du klasse. Gibt ja wahrscheinlich keinen besseren Makler in ganz Deutschland, weil ich ja diese Ausbildung so gut hatte. Ja, lange war ja ein Irrtum. Habe ich aber Jahre gebraucht, dass das vollkommen basic ist. Es ist einfach basic, dass man das kann. Dass ich meinte, es auch besser zu können, ist eins. Nein, du musst ja wachsen. Aber wachsen kannst du nicht, wenn du in deinem eigenen Kram rumhängst. Du musst lernen, Dinge dann auch zu erweitern, Mitarbeiter einzustellen, andere Geschäftsfelder aufzumachen und. Das ist das ja. Ja gut, das mag jetzt bei dir vielleicht sogar schnell bewusst geworden zu sein, Mitarbeiter schnell einzustellen. Tatsache ist natürlich auch, ich denke, das weißt du aus erster Quelle, dass viele Makler da draußen auch, ich will jetzt nicht sagen, verbrannt hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu hart an, aber... ja, auch gebrannte Kinder im Bereich Mitarbeiter sind und das natürlich auch vor oder für Blockaden im Alltag sorgt, weil man sich selber dadurch begrenzt zu wachsen. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Da bist du ja schon 3 Schritte vorwärts. Ja. Die anderen haben ja nicht die Enttäuschung mit den Mitarbeitern. Die trauen sich ja nicht einmal, einen Mitarbeiter einzustellen, weil sie Angst vor der Enttäuschung haben. Ja, der muss da halt durch. Oder vielleicht nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Ja, kann auch sein. Jedenfalls blockieren sie sich selber damit. Und wenn man da professionell begleitet wird, erleichtert das natürlich vieles. Und das ist eigentlich der Anfang davon, Erfolg zu haben. Also würdest du sagen, Mitarbeiter, also sich Hilfe zu holen, ist ein großes Learning, was du gemacht hast, was der erste Schritt für den richtigen Weg ist? Ja. Wobei es eine Frage ist, weil nimmst du zuerst? Nimmst du erst einen, der den Verkauf übernimmt oder nimmst du eine Assistenz, um deine Arbeit besser zu machen? Das muss man jeder für sich selber so ein bisschen herausfummeln. Am Ende
je mehr Mitarbeiter du sinnvoll eingearbeitet hast, desto mehr Kundennutzen kannst du auch bringen. Mhm. Denn wenn du alles selber machst, dann sind wir doch mal ehrlich, als Makler kannst du vielleicht 30% der Arbeitskraft in die Vermarktung setzen. Mhm. Alles andere ist dann drumherum. Mhm. Ob das Geldwäschegesetz ist oder ob das Fototermine sind oder ähnliches. Damit verdienst du aber kein Geld. Mhm. Von daher ist diese Aufteilung in verschiedene Abteilungen einfach grandios gut. Mhm. Okay, sehr gut. Also ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Was ist denn deiner Meinung nach jetzt mal abgesehen von Mitarbeitern? Es gibt ja auch sehr, sehr relevante Basics, vor denen die Leute da draußen immer wieder stehen. Wie beispielsweise Thema Akquise, Marketing, Brand, ja, so eine Brand aufzubauen. Was ist deiner Meinung nach da auch die Erfahrung, die du gemacht hast? Eine Brand aufzubauen, also auf gut deutschen Firmennamen zu haben, der eingängig ist, der bekannt ist, führt natürlich automatisch dann dazu, dass du einfach auch mehr Aufträge bekommst. Mhm. Ja, weil ein No-Name hat eher ein Problem, als wenn man sagt, das ist der Größte. Mhm. Der Größte hat es einfach einfacher. Mhm. Aber da musst du ja erstmal hin. Und da musst du natürlich die Tools kennen, musst wissen, wie es geht und musst natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit das Ganze sich auch etabliert. Mhm. Und bei der Akquise dasselbe Thema. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jetzt machen wir das. Es muss dann auch eine gewisse Systematik dahinter hängen. Mhm. Und das kann man eben lernen. Mhm. Und das ist einfach wichtig zu gucken. Früher haben wir gedacht, wir machen Empfehlungsmarketing. Das war so ein ganz großes Ding mal. Mhm. Heute haben wir ungefähr 20 verschiedene Quellen, wo wir Objekte herbekommen. Mhm. Aber du musst an anderen 20 auch dranbleiben, sonst passiert auch nichts. Würdest du sagen, das ist auch ein großes Problem da draußen, dass viele auch probieren, einen Ansatz anzugehen, aber da einfach die Konsistenz und auch die Durchsetzungskraft fehlt, das weiter fortzuführen, sobald man eben einmal nach einem Monat gemerkt hat, hey, irgendwie funktioniert das nicht. Würdest du sagen, das ist auch ein Problem, was stattfindet? Wenn ich jetzt hier dein Glas nehme und würde einen Tropfen reinmachen, da passiert nichts. Mhm. Das heißt aber, wenn du über 1, 2, 3 Jahre jede Woche und jeden Monat einen Tropfen reinwirfst, dann wird das Glas voll. Mhm. Und ähnlich ist es hier bei Marken ja auch. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Musst einfach dranbleiben und durchziehen, auch wenn du nicht sofort Erfolg hast. Man sagt ja bei der Customer Journey, wenn man es auf Neudeutsch formulieren will, auch, du brauchst 7, 8, 9 verschiedene Wege, um dann Erfolg zu haben. Mhm. Nicht einen. Ja, definitiv. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, was der Sinn dahinter ist, auch wirklich eine Brand aufgebaut zu haben, dann auch wirklich die Objektzufuhr, wenn man so will, wirklich geregelt zu haben. Aber was ist denn deiner Meinung nach die Schritte, die dahin passieren müssen, damit man auch da angekommen ist, dass man sagen kann, hey, man hat in seiner Region es auch geschafft, eine Marke zu etablieren? Du kannst das natürlich nicht von heute auf morgen erreichen. Du musst dir immer nur klar machen, egal was du tust, muss es auf diese Marke einzahlen. Das kann genauso eine Stellenanzeige sein, in der dann Top-Konstruktion drinsteht. Es kann aber genauso sein, dass du beim nächsten Mal eine Werbung machst, wieder Top-Konzeption. Also es muss penetriert werden. Es muss immer, immer, immer wieder auftauchen, bis dann aus den verschiedensten Ecken sich für den Menschen da draußen klar macht, das ist eine Brand. Der Idealfall, da arbeiten wir natürlich auch alle noch dran, ist, wenn der Kunde oder ein Mensch einen besonderen Lebensumstand hat, sagt, Menschenskinder, wir wollen ein neues Haus haben oder wir wollen unser Haus verkaufen oder auch mal so ausziehen, dann muss der Name Top-Konzeption in den Köpfen drin sein. Mhm. Dann haben wir es geschafft und vorher nicht. Und das kannst du nicht richtig messen. Dranbleiben. Also siehst du letztendlich alles, was man da draußen machen kann, als kleines Zahnrad. Und am Ende des Tages wollen wir natürlich kein Quarzuhrenwerk haben, sondern ein Schweizer Uhrenwerk. Ja, sehr gut. Sehr gutes Bild, ja. Kann man so sagen. Mhm. Okay. Was hast du denn was waren denn die größten Learnings deiner Fehler, die du auch selber begangen hast? Weil da gibt es ja bestimmt auch welche. Auch wenn die einem oft nicht direkt immer einfallen. Aber ja, wir haben ja alle so die Angewohnheit, Fehler, die wir machen, dann entweder zu bearbeiten oder nicht zu bearbeiten. Ja. Wenn man sie bearbeiten, hat es was. Und wenn sie nicht bearbeitet, dann bleibt es als Ballast hängen. Mhm. Nein, jeder Fehler, den man macht, ist dazu da, zu lernen. Mhm. Ja? Und man sagt ja nicht umsonst, aus Fehlern lernt man mehr als aus Dingen, die reibungslos laufen. Nein, das sind die vielen kleinen Dinge, wo du jeden Tag sagst, Mensch, beim nächsten Mal machen wir das aber mal anders. Ja? Mhm. Oder nehmen wir so Kleinigkeiten, die jedem Makler passieren, heute aktuell. Ja, eine Mitarbeiterin hat nicht bemerkt den Unterschied zwischen einem Sondereigentum und Teileigentum und wir haben nicht aufgepasst. Mhm. Jetzt haben wir festgestellt, wir müssen beim nächsten Mal wirklich darauf achten, dass eine Wohnung, auch wenn da eine Wohnung ist und Menschen wohnen drin und es ist ein Teileigentum, prüfen vorher. Ja. Ja? Und wir prüfen alles. Das ist der einzige Fall, der uns in den letzten Monaten durchgegangen ist, wo wir nicht bemerkt haben, hoppla, ist ja gar kein Wohnungseigentumsgrundbuch, ist ein Teileigentumsgrundbuch. Was lernen wir daraus? Wir müssen es wieder implementieren, dass diese
Station nochmal überprüft wird. Ja. So, das ist einfach. Aber auch das sind ja wichtige Erkenntnisse, ja, dass man sagt, okay, Fehler sind auch da, genau, um daraus zu lernen. Ja. Manche sagen, Erfolg ist das Vermeiden von Misserfolg, aber an gewisser Stelle gehören Problematiken natürlich auch dazu, um sein Unternehmen weiterentwickeln zu können. Sie sagen, Mitarbeiter dürfen ja auch Fehler machen. Nur nicht einen Fehler in Serie. Wirklich verrückt bei. Also ein Fehler passiert, da musst du überlegen, was kannst du daraus lernen, was musst du abstellen für die Zukunft und dann ist es in Ordnung, wieder weiter. Mhm. Auf jeden Fall. Und irgendwann kam ja dann der Moment, wo du auch einfach mehr wolltest. Wo du gesagt hast, ich möchte jetzt wirklich mein Unternehmen bis ins kleinste Detail systematisieren, automatisieren etc. Um auch wirklich expandieren zu können in gewisse Bereiche. Ja. Wann kam die Erkenntnis das erste Mal, dass du gesagt hast, so jetzt will ich mir Hilfe holen, jetzt will ich das Ganze aufs nächste Level bringen? Und wie kam das auch zustande, dass du an diesem Punkt gelangt bist? Du wirst immer mit dem Kollegen reden können, der ein Büro hat. Mhm. Wenn du dann auch schon überlegst, mit einem Kollegen zu reden, der zwei Büros hat, dann sind ja noch 5% der Betriebe dabei. Mhm. Und wenn du jetzt, wie wir auch in Bonn noch einen weiteren Laden aufmachen wollen, dann findest du nicht mehr so schrecklich viele Kollegen, die mehr als ihr eigenes Büro haben. Mhm. Dann kannst du dich aber auch nicht mehr mit Kollegen austauschen. Und dann kommt es einfach dazu, dass du dir klar machen musst, das geht nur noch mit dem Coach. Mhm. Du brauchst jemanden, der Erfahrung hat, der, es gibt auch nur ganz wenige, ich habe 2 Jahre gesucht, habe dann die Firma Brüssbach gefunden, deutschlandweit für mich die einzigen, die wirklich auf hohem Level und mit praktischem Know-how, mit 20, 30 Jahren eigener Berufspraxis, auf Augenhöhe mit mir kommunizieren können. Mhm. Ich brauche keinen Newcomer, dem kann ich was beibringen. Der auch mit mir nicht. Es muss ja ein Zusammenspiel sein. Und darum bin ich ja so glücklich, dass es so geklappt hat. Mhm. Und jetzt habe ich auch keine Sorge, den zweiten, dritten, vierten, fünften Laden noch aufzumachen. Das ist doch erstmal ein Statement. Aber am Ende des Tages ist es ja doch auch immer wieder so, dass viele Leute, das ist zumindest das, was ich auch oft mitbekomme, auch ein Problem haben damit, Hilfe zuzulassen. War das bei dir der Fall oder vielleicht bis zu einem gewissen Punkt? Eigentlich gar nicht, weil ich bin ja nicht angerufen worden, hallo, willst du haben, sondern ich habe ja gesucht. Mhm. Und wenn ich jemanden suche, ich brauche einen neuen Zahnarzt, dann suche ich, dann weiß ich, ich muss nur Zahnarzt. Dann ist das Bohren hinterher selbstverständlich. Ja. Das gehört dazu. Aber du musst dann einfach sagen, ja, ich suche den Zahnarzt, jetzt habe ich einen Zahnarzt gefunden, jetzt muss er bohren. Das gehört einfach dazu und deswegen habe ich da keine Sorgen vor. Okay, perfekt. Was hat sich denn deiner Meinung nach, seitdem du auf uns zugekommen bist, proaktiv, bei dir verändert? Ja, man geht sehr viel mutiger mit sich selber um, wo man vielleicht vorher noch gehemmt gewesen ist. So nicht, sag nee, einmal vernünftige Aussprache mit Herrn Wosbach und dann bist du wieder eingenordet, dann funktioniert das auch. Man hat ja immer Hemmungen, bestimmte Dinge anzuschränken, vielleicht auch Sorge, Angst, wie auch immer. Und die verliert man nicht ganz. Aber man wird begleitet, man fühlt sich nicht alleingelassen und sagt, ob das gut geht. Nein, man hat vorher schon die Möglichkeit, Dinge mal durchzusprechen und das ist das Wertvolle dabei. Okay. Jetzt hast du aber bestimmt auch in der Zukunft noch einige Ziele, die du gerne erreichen willst. Wie wir gerade schon irgendwie an der Seite mithören konnten, du hast vor, den nächsten Laden aufzumachen. Mhm. Wenn du jetzt aber nochmal einen Schritt weiter denken würdest, was ist denn deine ideale Szene, wo du gerne hin möchtest in den nächsten 12 bis 24 Monaten? Na, 12 Monate und 10 Läden aufzumachen, ist ein bisschen sehr ambitioniert. Ja, ich heiße nicht McDonald's, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du von der zweiten Filiale die dritte oder die vierte aufmachst oder ob du von der 10.000 zu der 11.000 aufmachst. Ja, also es ist schon ein Riesenunterschied. Ja, klar. Also ich möchte tatsächlich mehr Läden aufmachen. Ich möchte näher beim Kunden sein. Mhm. Und ich möchte, wir haben jetzt dieses Phänomen dieser Internetmakler, die natürlich nur Anfänger einstellen können, die natürlich, wenn du sagst, ich brauche 800 Makler, wo sollen die denn herkommen? Die wachsen nicht auf den Bäumen. Die musst du dir erziehen, das dauert Jahre. Wir wollen der qualifizierte Makler vor Ort sein. Wir haben ja heute die Situation, dass wir durch die Prozesssteuerung gar nicht die Notwendigkeit haben, dass der Bearbeiter, nicht der Verkäufer oder der Käufer, die müssen vor Ort sitzen. Aber die eigentliche Arbeit kann dann zentrale gemacht werden. Dann schiebt er die Sachen über die Clouds heute hin und her. Mhm. Das heißt, Bruchteil einer Sekunde hat jeder den Zugriff zu denselben Daten. Und das hilft, wenn man das vernünftig etabliert bekommen hat. Also was ich jetzt in dem Gespräch schon öfters entnehmen konnte aus deinen Aussagen, ist, dass du schon der Meinung bist, dass Systeme, Prozesse und Strukturen der Ursprung von Erfolg sind. Das ist die Basis. Liege ich damit richtig? Ja, das ist die Basis. Wenn du das nicht hast, kannst du nichts bringen. Also
die Menschen darüber brauchst. Aber wenn das System nicht klappt, dann macht ja jeder, was er will. Mhm. Das war sogar dein Eingangssatz, ja, dieses Dezimieren der einzelnen Prozesse und das natürlich auch zu optimieren. Nur dadurch hast du gleichbleibende Qualität. Und das ist das, was der Kunde draußen braucht. Definitiv, vollkommen richtig. Wie konnten wir denn dich dabei noch unterstützen, genau diese Dinge auch zu etablieren in deinem Unternehmen? Das fing damit an, man hat eine Begleitung, man hat dann dieses Wort Angst, lass uns mal überstehen, man hat weniger Angst, weil man weiß, das hat man nur reflektiert, da hat auch noch einer drüber geguckt. Und man selber kann sich ja gar nicht dagegen wehren, betriebsblind zu werden. Mhm. Das kannst du gar nicht machen. So, wenn du aber da oben einen Adler hast und ein Busbassiner ist ein Adler, der guckt von oben drüber, hat einen anderen Blickwinkel und versteht, wovon ich rede, wenn ich rede. Mhm. Und so, das ist eine ganz qualifizierte Aussprache. Und das bringt einen mal ganz wesentlich weiter, bis hin, dass Dinge wie Mitarbeiter, Rekrutierung, ich hatte es in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, wir haben in 6 Wochen 109 Bewerbungen bekommen. Das hätten wir früher nie gehabt. Mhm. Nur diese müssen ja dann wieder abgearbeitet werden. Und dieses Abarbeiten über Systeme, das haben wir von euch hervorragend aufnehmen können. Perfekt. Das ist doch eine coole Aussage. Was ist denn deiner Meinung nach in deiner ganzen Karriere, ich will jetzt nicht spezifisch nach dem Coaching, vor dem Coaching, das ist jetzt hierbei mal völlig egal, was würdest du sagen, war dein größter Erfolg? Den Mut zu haben, zu expandieren. Das ist der allererste Schritt. Und dann alles andere kommt danach. Und dann brauchst du die Unterstützung. Weil, wie ich eben schon sagte, du musst einen an deiner Seite haben. Mhm. Das ist nicht die Ehefrau. Das ist einfach jemand, der vom Fach ist, der weiß, wovon er ist. Und das findest du so schnell nicht. Es gibt in Deutschland praktisch keinen gescheiten Coach. Ich habe ja alles geguckt, was du machen kannst und bin ja nicht umsonst jetzt hier bei euch hängen geblieben und habe den Coaching, diesen Vertrag mit euch und ich werde den auch verlängern, weil der mir einfach einen unglaublichen Mehrwert bringt. Um jetzt nochmal auch zum Ende hin so einen guten Blick auch über die Branche zu werfen. Was würdest du sagen, was macht denn für dich einen wirklich guten Immobilienmakler aus? Jetzt nicht unbedingt auf dich bezogen, sondern vielleicht auch für die Allgemeinheit, weil du hattest also, du wolltest nichts von der Spitze hören, ne? Du wolltest nichts von der Spitze hören. Ja, doch, natürlich. Aber du bist ja die Spitze und einfach mal von der Spitze die Aussage, was macht für dich einen guten Makler aus? Weil ich habe gerade auch den Begriff Internetmakler gehört. Also es gibt ja auch gewisse Gefahren da draußen, die vielleicht nicht das widerspiegeln, was du eigentlich gerne hättest als Bild eines wirklich guten Maklers. Deshalb da einfach mal die Frage, was wäre da für dich was macht einen guten Makler aus? Wir teilen, wie wir schon mehrfach gesagt haben, die Arbeitsabläufe in verschiedene Segmente ein. Das mache ich ja nicht aus Langeweile, weil ich unbedingt viele Menschen um mich herum haben will, sondern ich möchte dadurch erreichen, dass derjenige, der zum Verkäufer und zum Käufer Kontakt hat, dass der sich hundertprozentig menschlich auf seine Kontaktpersonen einschätzen kann. Das kann er nicht, wenn er noch unglaublich administrative Arbeit macht. Derjenige, der im Verkauf tätig ist, kümmert sich ausschließlich um die Käufer. Der, der die Objekte hereinholt, der mit den Verkäufern spricht und die berät und macht, soll zu 100% für denjenigen da sein. Und nicht sich damit irgendwelchen Unterlagenbeschaffungen oder bei 3 Stunden beim Bauamt aufhalten. Der soll arbeiten am Menschen, mit dem Menschen und soll verstehen, was er will. Und der Rest wird dann automatisch durch andere Mitarbeiter, die da wieder spezialisiert sind, abgedeckt. Diese Form finde ich gut. Wir haben auch die Trennung zwischen Einkauf und Verkauf. Das ist das A und O. Und jetzt kommen wir genau zur anderen Seite. Was ist deiner Meinung nach der größte Fehler, den ein Immobilienmakler machen kann? Nein, ich bin vor einigen Wochen von einem Kunden gefragt worden, ob ich denn mal mitgehen könnte. Er hätte von einem Menschen, der würde Makler sein wollen, sagt er, ein Objekt kaufen. Aber er wäre sich total unsicher. Er hatte auf die Frage, haben Sie mal ein Grundbuch, gesagt, ja, können Sie sich besorgen. Gehört, hat dann gesagt, ich hätte gerne diese Unterlagen, so einen Katasterplan, Baulastenverzeichnis und. Der hatte nichts. So, also das ist schon mal eine A und O, dass man wenigstens dem Kunden sagen kann, was man gekauft. Der kann es ja gar nicht geprüft haben, der kann ja nicht mal die Immobilie geprüft haben. Der verkauft etwas, von dem er gar nicht weiß, was es ist. Das ist No-Go. Ja? Und solche Dinge passieren leider immer noch. Also gefährliches Halbwissen auch. Wenn ein Viertel. Okay, was sind denn aus deiner Sicht die Gründe, die für einen Immobilienmakler sprechen, jetzt aus Sicht eines Verkäufers? Was spricht für einen Metzger? Was spricht für einen Facharzt? Spricht dafür, dass beide von dem, was sie tun, Ahnung haben, Kenntnisse haben, es jeden Tag tun.
Wenn ich jetzt mal einen Arzt anschaue, also nehmen wir so einen Knochendoktor, der auf die Frage, ich habe meine Hüfte gebrochen, können Sie operieren? Sagte ja, habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht. Dann habe ich da weniger Zutrauen, als wenn er sagen würde, keine Sorge, wir haben im letzten Jahr 100 gemacht, also wir machen pro Woche so 2-3 Stück. Da weiß ich, der weiß, wovon er redet. Und der wird eine gute Leistung bringen. Und ein Makler ist wie ein Anwalt oder ein Steuerberater auch, der wird honoriert für eine gute Leistung. Beim Makler kommt ja noch hinzu, dass wenn er dies tut, Arbeit macht und tut und kommt doch nicht zum Abschluss, dass er trotzdem nichts bekommt. Wir sind ja noch der Makler selber ist ja auch noch von der Leistung abhängig. Er muss ein Ergebnis bringen und der Verkäufer kann sich in aller Seelenruhe zurücklehnen, sagen, mach du mal, du kannst das Thema. Und im Idealfall, so sagen wir immer, sieht der Verkäufer den Käufer erst beim Notar. Der will ja kein Dating, der will den Verkauf seiner Objekte haben. Und da wir nur uns positionieren als Makler des Verkäufers, kann er sicher sein, eine hervorragende Leistung zu bekommen. Und die wird am Ende bezahlt. Aber ein Makler, der gut ist, wird immer sich selber bezahlen. Das heißt, die Leistung, die er bringt, wird bezahlt aus einem Mehrpreis, den er erzielt, aufgrund der guten Leistung. Das ist es. Okay. Ich denke, an der Stelle ist das doch ein sehr gutes abschließendes Wort für die erste Folge vom Makler für den Makler. An der Stelle bedanke ich mich jetzt schon mal für jeden, der zuschaut. Ich hoffe, hier war was sehr, sehr Interessantes auch dabei an eigenen Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt. Und wie immer, wenn ihr dieselbe Erkenntnis habt wie der Dirk, euch Hilfe zu holen, dann unterm Video findet ihr alles, was dafür relevant ist. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns.